Sie haben Aufstellung genommen und inzwischen Ihre Kleidung abgelegt. Weiter. Sortieren der Kleidungsstücke. Diese Arbeit verrichten jüdische Arbeitskommandos. Und was passiert dann mit denen? Die werden selbstverständlich nach und nach dezimiert. Die Selektion. Die Arbeitsfähigen nach rechts, die für die Sonderbehandlung nach links. In der Gaskammer. Vor Anwendung von Zyklon B, während und nach dem Vorgang. Die Leichen werden vom Arbeitskommando entfernt. Goldplomben herausgeschlagen, Haare abgeschnitten. Achtet Höss darauf, dass nichts gestohlen wird? In Buchenwald mussten wir einige Leute wegen Diebstahls von Staatseigentum vor ein SS-Gericht stellen. Er ist da sehr penibel. Nächstes Foto. Das Krematorium. Wir experimentieren mit Förderbändern. Gruben für die Asche. Licht bitte. Gut. Sie scheinen Ihre neue Aufgabe mit gewohntem Eifer angepackt zu haben. Darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Ich möchte Sie bitten, mich zurückzuversetzen nach Berlin, um Ihnen zur Seite zu stehen. Sie sind ein Organisator, aber kein politischer Kopf. Bleiben Sie in Polen als Verbindungsmann zu den Lagern. Aber es geht auch um meine Frau. Ich bringe es nicht gern zur Sprache. Geht sie fremd, während Papi weg ist? Ganz gewiss nicht. Meine Frau ist krank. Sie hat schon seit Jahren eine Herzschwäche und da ich fast ständig abwesend bin, hat sich die Sache verschlimmert. Nun, dann muss sie eben ins Krankenhaus oder eine Kur machen. Für die Frauen von unseren Männern ist uns nichts zu gut. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber bei den vielen Bombenangriffen würde ich doch lieber bei ihr in Berlin sein. Ich muss mich über Sie wundern. Eine ganze Armee opfert sich auf bei Stalingrad. Tag für Tag Terrorangriffe auf unsere Städte. Und Sie kommen mir da mit Ihrer kranken Frau. Ich dachte, aufgrund meiner treuen Dienste für die SS... Sturmbannführer! Seien Sie froh, dass Sie diese Uniform noch tragen dürfen. Sie haben sich Feinde geschaffen. Haben Ihre dunkle Vergangenheit bewusst verschleiert. Das ist nicht wahr. Das spielt keine Rolle. Man ist der Meinung. Ich fühle mich zu Unrecht verleumdet. Sie bleiben auf Ihrem Posten. Sorgen Sie dafür, dass alles reibungslos funktioniert. Vielleicht, dass ich Sie später mal zurückhole. Vielleicht. Die in Babi Yar verscharrten Leichen müssen ausgegraben und verbrannt werden. Alle Spuren sind zu beseitigen. Das ist vorrangig zu behandeln. Die Krematorien haben nicht genügend Kapazität. Wir schlagen vor, Verbrennungen auch im Freien vorzunehmen. Eisenbahnschwellen zu Scheiterhaufen geschichtet mit Benzin getränkt sind möglicherweise eine Lösung. Ich hatte schon lange so einen Verdacht. Dieses ganze Gerede über Spione, Saboteure, Verhütung von Seuchen. Wo hast du den Durchschlag gefunden? Das spielt doch keine Rolle, oder? Du hast immer wieder betont, dass Lügen über dich verbreitet würden. Da bin ich misstrauisch geworden. Was hat Kaltenbrunner gesagt? Ich muss morgen nach Polen zurück. Du hast dich nicht durchsetzen können? Wo du dich so aufgeopfert hast für sie? Das ist jetzt alles nicht mehr so wichtig, Martha. Polen, die Ukraine, es bricht alles zusammen. Sprich nicht so. Kaltenbrunner wird spüren, dass du Zweifel hast. Kein Wunder, dass es aus ist mit deiner Karriere. Oh, Erik, aus deinem ganzen Verhalten geht hervor, du bist nicht wie früher bei der Sache. Du schämst dich deiner Aufgabe. Manchmal ja. Das mag schon wahr sein. Du darfst dich nicht so gehen lassen, ich bitte dich. Du musst deine Pflicht erfüllen, bis zum Endsieg. Das wird die Menschen davon überzeugen, dass du das Richtige tust. Martha. Meine allerliebste Martha. Wie ich dich missverstanden habe, ich dachte, du wärst außer dir. Ich habe die Ermordung von Frauen und Kindern überwacht und... Sprich es nicht aus. Das Einzige, was dich erzürnt, ist, dass ich nicht besonders stolz darauf bin. Du musst es aber. Tu deine Pflicht bis zum Endsieg. Das wird die Menschen davon überzeugen, dass du das Richtige tust. Lach mich nicht aus. Lass das bitte. Lass das. Aber ich lach dich ja gar nicht aus, Martha. Ich wundere mich nur über meine eigene Dummheit. Da ist nichts zu wollen. Ich muss meine Pflicht erfüllen mit noch größerem Eifer. Ich habe Angst, dass wir bestraft werden. Bestraft? Ja. Wir alle. Du hast nichts Unrechtes getan, Martha. Und ich habe nur der Idee gedient. Die Berichte.
Die nackten Menschenleibe. Die Gaskammern. Die Scheiterhaufen. Darum müssen sie bis zum Letzten vernichtet werden. Damit niemand was erfährt. Damit niemand Lügen über dich verbreiten kann. Wir bezeichnen es Ihnen gegenüber als Familienlager, um Sie nicht zu ängstigen. Und niemand schöpft Verdacht? Einige schon. Und es gibt Ausbruchsversuche. Aber damit werden wir schnell fertig. Entzückend. Darf ich bekannt machen? Das ist Herr Professor Pfannenstiel, Spezialgebiet Hygiene von der Universität Marburg. Er ist Experte für sanitäre Probleme sozusagen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich stehe zur Verfügung, soweit es in meinen Möglichkeiten liegt. Wo sind die... Drin. Und die Objekte? Eine Gruppe wartet schon. Wir können jederzeit. Wir versuchen, die Sache so angenehm wie möglich zu gestalten. Der grüne Rasen, die Musik, Familien bleiben zusammen. Ja, ja. Äußerst human. Wollen wir hineingehen? Nach Ihnen, Professor. Danke. Doch. Kaltenbrunner hat Sie abgeschoben. Das ist nicht wahr. Jetzt haben Sie keinen Gönner mehr in Berlin. Jetzt hat er Ihnen die Sonderbehandlung angehängt. Aber wie ich höre, haben Sie einen schwachen Magen. Er hält's schon aus. Ich wusste nicht, dass Sie und der Sturmbahnführer so dicht an die Öfen heran wollt. Die Hitze und der Gestank können einem ganz schön zusetzen. Es sind 46 Öfen in Betrieb. Sehr effizient. Doch, Sie haben diesen Tritt in den Arsch gekriegt, weil irgend so ein jüdischer Künstler nicht reden wollte. Das ist eine Lüge, Hüss. Man verbreitet Gerüchte über mich. Sehen Sie nicht mich dabei an. Ich schiebe die da rein, verbrenne sie. Um was anderes kümmere ich mich nicht. Das also ist der Raum, wo... Wir sagen denen, das sei ein Desinfektionsbad, eine Entlausungsdusche. Natürlich, um Sie zu beruhigen. Übrigens, wie hoch ist die Rate pro Tag? 12.000, wenn alle Öfen brennen. Und wenn nicht IG Farben oder andere Werke Juden als Arbeitskräfte anfordern. Obersturmbahnführer Hess hat eine sehr schwierige Aufgabe zu bewältigen. Nicht nur die Sonderbehandlung, auch noch die Geheimhaltung. Bin mir darüber völlig im Klaren. Werde keiner Menschenseele von diesem Besuch berichten. Vorsicht, Feind hört mit. Vielleicht findet der Herr Professor eine Lösung, um den Gestank, der den Schornsteinen entweicht, zu vermindern. Die Polacken können es kilometerweit im Umkreis riechen. Ha, schöne Geheimhaltung. Mit welcher Substanz vergasen Sie? Durch das Loch in der Decke dort streuen wir Zyklon-B-Kristalle. In Verbindung mit Sauerstoff verdampfen sie. Ein paar Minuten und alles ist vorbei. Aber die Kristalle zersetzen sich sehr rasch. So mussten wir unser eigenes Versorgungsnetz aufziehen. Wir haben sogar eine eigene Dachgesellschaft gegründet für den Vertrieb von diesem Zeug. Aber nur die großen Tiere in Berlin haben da Aktien. Herr Professor? Kommen Sie? Eigenartig, wie still Sie sind. Wir haben die Sache ganz fabrikmäßig aufgezogen. Aber trotzdem bin ich in Verzug geraten. Sie ziehen sich aus, wir nehmen die Wertsachen an uns, führen sie in den Duschraum, verbrennen sie und vergraben die Asche. Perfekt organisiert. Sie sind soweit. Fangen Sie an. Folgen.
Ihr seht, es ist ein Duschraum. Die Dusche dauert 5 Minuten. Ihr werdet desinfiziert, die Läuse werden getötet. Da ist ein Guckloch, Herr Professor, wenn Sie mal durchsehen wollen. Durchsehen? Sie meinen nicht, Sturmbannführer Dorf. Vielleicht möchten Sie gern. Ich hab's schon gesehen. Nicht zu fassen. Wirklich, ist nicht zu fassen. Wie eine Szene aus Dantes Inferno. Und diese Laute, wie das Klagen in einer Synagoge. Achtung, Achtung! Besteigen Sie jetzt die Waggons. Den Anordnungen des Wachpersonals ist Folge zu leisten. Familien bleiben während der Fahrt und auch im Lager beisammen. Robert, tu, als ob du krank wärst. Die führen irgendetwas im Schilde, das konnte man nicht. Ich mach das schon. Sie kommen! Bertha, raus zur Hintertür. Zahnmann, geh mit mir. Alles aufstehen! Diese Menschen sind krank. Ruhe, Weiß. Alles aufstehen! Was geht hier eigentlich vor? Das ist eine Krankenstation des Hospitals. Ich finde nicht, dass die krank aussehen. Warum bin ich nicht unterrichtet worden? Das wurden Sie. Ich kann nicht dafür, wenn Ihr Büro nicht funktioniert. Das ist doch irgendein Schwindel, den Dr. Weiß hier treibt, oder? Ich habe hohes Fieber. Da liegt keine Eingabe vor. Ich kann in meinen Unterlagen auch nichts finden, Hauptsturmführer. Weg mit der Krankenstation. Niederbrennen. Alle, die damit in Verbindung stehen, werden morgen abtransportiert. Entschuldigen Sie bitte, Frau Weiß. Sie müssen mitkommen. Dürfen wir das Lied noch zu Ende singen, bitte? Ich fürchte, nein. Darf ich vorher noch mit meinem Mann sprechen? Er wird am Bahnhof sein. Frau Lehrerin, kommen Sie morgen wieder? Natürlich, Aaron. Bis zum Ende des Unterrichts werdet ihr weiter Shakespeare lesen. Wir waren schon fast durch mit was ihr wollt. Aaron, du führst die Aufsicht. Ihr werdet alle fleißig weiterlernen. Etwas zu wissen, heißt ein besserer Mensch sein. Lebt wohl, Kinder.
abschließen. Ruhe. Ruhe. Anschließen. Herr Doktor, da ist sie. Josef. Frau Levy. Herr Levy. Ja. Wie ich sehe, reisen wir zusammen. Weißt du, Bertha, mir ist, als wäre Herr Levy ein alter Schulfreund von mir. Wir haben denselben Weg gemacht. Deportiert von Berlin nach Warschau und jetzt? In ein Familienlager im tiefsten Russland. Komm, komm, nicht lang. Wir waren ohnehin schon auf alles gefasst. Tja, jetzt hat die Widerstandsbewegung ihren Drucker verloren. Was werden Sie machen? Ich habe Eva gezeigt, wie man die Presse bedient. Aha. Da ist einiges im Gange, Herr Doktor. Schade, dass wir nicht dabei sind. Sagen Sie, meinen Bruder Moses müssen Sie doch auch gesucht haben. Er hat sich versteckt, zusammen mit Salman. Achtung, Achtung! Besteigen Sie jetzt die Waggons. Den Anordnungen des Wachpersonals ist Folge zu leisten. Familien bleiben während der Tat und auch im Lager beisammen. Besteigen Sie jetzt zügig die Waggons. Befolgen Sie die Anordnungen des Wachpersonals. Dr. Weiß. Es tut mir sehr leid. Hören Sie, Kraft. Lassen Sie wenigstens meine Frau hier. Sie ist Lehrerin, sie ist Dolmetscherin. Sie kann Ihnen sicher nützlich sein. Legen Sie bitte ein Wort für sie ein. Das geht nicht, Doktor. Ich muss mich da raushalten. So leicht wirst du mich nicht los, Josef. Ich habe mich von unserem alten Freund hier verabschiedet. Geben Sie nicht mir die Schuld. Eines Tages werde auch ich dran sein. Wenn wir denen nicht zuvorkommen. Achtung, Achtung! Besteigen Sie jetzt die Waggons. In Anordnung des Wachpersonals ist ist nicht gerade der Orient-Express. Komm, Anna, komm, hör auf zu hören. Ich kann nicht so führen. Ich hab solche Angst. Besteigen Sie jetzt zügig die Waggons. Befolgen Sie die Anordnung des Wachpersonals. Solange wir zusammen sind, Josef, können Sie uns nichts anhaben. Zielort geändert. Treblinka ist voll. Ihr fahrt nach Auschwitz. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hört Israel, der Ewige ist unser Gott, der Ewige ist einer. Baruch Shem, Gebot Malchus, Sol Elom, Voed. Betest du nicht? Ich weiß nicht wie. Und du? Seit dem Tod meiner Familie will ich nicht mehr. Möge der Herr euch beschützen. Lesen Sie uns was aus dem Buch vor, Rabbi. Ein Wort, das zu uns spricht. Da sprach David zu seinen Männern, gürte ein jeder sein Schwert um sich. Samuel 1. Gut, mich überzeugst du. Ich glaub's fast selbst. Geh. Rudi, nicht lange zögern. Töte, wenn es sein muss. Ich komme vom Bataillonsstab. Ich habe eine Meldung für den Hauptmann. Für Hauptmann? Wie war noch sein Name? Ich hab's ja hier. Ach ja, hier. Von Kalt. Soll doch wohl so heißen, nicht? Von Kalt? Klaus? Ist irgendwas? Oh.
Schlüssel zur Waffenkammer. Hier, nicht schießen. Sei still oder ich werfe dich raus, auch wenn du seine Frau bist. Diese sinnlosen Überfälle. Halte durch. Es war's wert. Du solltest sehen, was wir erbeutet haben. Ein Maschinengewehr, Handgranaten, auch Arzneimittel. Ich pfeife auf eure Beute, mir ist das egal. Ich will meinen Mann behalten. Es blutet wieder. Nochmal, warte. Hier, gib sie dir auf. Kannst sie später mal deinen Kindern zeigen. Lass sie dir vergolden. Hört auf damit! Ich hasse euch! Ich hasse euch alle! Ihr tut, als wäre das alles nur ein Spiel. Mein Mann kämpft mit dem Tod und ihr macht eure Witze. Ich hasse diesen Kampf, diesen sinnlosen Widerstand. Hier wird ein Deutscher umgebracht und ein Ukrainer. Und für was? Noch einen Winter und wir sind alle tot. Ich will hier weg. Du hast es fast so gut gemacht wie mein Vater. Ich würde ihn gern kennenlernen. Ich hole dir was, damit du schlafen kannst. Elena. Rudi, du hättest tot sein können und wofür? Um ihnen zu zeigen, dass wir keine Feiglinge sind. Sie können uns nicht einfach umbringen. Aber sie bringen uns um. Sie töten Millionen. Und niemand wehrt sich und kämpft. Und keinen Scherz. Sag mir, dass du mich liebst. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Aber der Tag wird kommen, an dem du... Du hast mal gesagt, wir würden niemals sterben. Ich glaube nicht mehr daran. Wir werden leben. Du wirst in meine Familie aufgenommen und sie werden dich lieben. Das nächste Mal, wenn du wieder losziehst mit Sascha und den Männern, dann will ich dabei sein. Kommt nicht in Frage. Ich will auch ein Gewehr tragen, Rudi. Ich will mit dabei sein. Ich werde es Sascha sagen. Gehen wir, Weiß. Nicht wieder schlagen. Sonst sterbe ich. Du wirst nicht geschlagen. Du gehst nach Auschwitz. Darf ich bitte meine Frau sehen? Eine halbe Stunde. Du brauchst gar nicht erst in die Zelle zu sehen. Dein Freund Frei ist tot. Ich weiß. Felser auch. Du hast Glück, dass du noch lebst.
Sie haben dich freigelassen? Karl! Inga. Sie haben dich gefoltert. Ich lebe noch. Deine Hände. Sie haben dafür gesorgt, dass ich nie wieder werde malen können. Du kannst sie nicht heilen. Es heißt, man gewöhne sich an die Folter. Das ist nicht wahr. Bitte, sprich nicht mehr davon. Wir schrien uns zu, dass wir mal nach Italien reisen würden, um uns die Museen und Kirchen anzuschauen. Um den Schmerz zu lindern. Frey wollte unbedingt die Piero della Francesca sehen. Er wollte nach Arezzo. Wir werden eines Tages für Frey nach Arezzo fahren. Ich werde Italien nie sehen. Ich habe all meinen Lebensmut verloren. Sie schicken mich nach Auschwitz. Nein, du wirst nicht gehen. Und wenn du gehen musst, dann gehe ich mit dir. Das darfst du nicht, Inga. Du musst es Karl sagen. Sie muss mir was sagen. Karl, ich bekomme ein Kind. Ein Kind. Unser Kind. Es darf nicht zur Welt kommen. Doch, ich will es haben. Darum sagt Maria, soll ich nicht mit dir gehen. Es sind schon Kinder geboren worden in Theresienstadt. Ich habe sie gesehen. Sie sind verflucht. Für ihr ganzes Leben. Es kann nicht so bleiben, wie es ist. Wir Frauen werden Inga schützen. Wir werden alle für das Baby sorgen. Inga. Wenn du mich liebst, setz seinem Leben ein Ende, bevor es diese grausame Welt erblickt. Nein, ich will es haben. Karl, bitte. Ich will, dass du unserem Kind den Segen gibst. Ich will kein Kind. Der Rabbi sagt, jedes Leben ist ein heiliger Funke. Eine Gnadengabe. Du musst Ingas Kind den Segen geben. Ich werde das Kind niemals sehen. Du wirst es sehen. Ich verspreche es dir. Zeig ihm die Zeichnungen, wenn es alt genug ist, um zu verstehen. Leb wohl. Ich liebe dich. Leb wohl, mein Liebster.
Halt! Moment mal. Hat alles seine Richtigkeit, Wachtmeister. Wir sind keine Schmuggler, wir sind Möbelhändler. Dass ihr mir aber bis zur Sperrstunde von der Straße seid. Natürlich. Vier Revolver. Vier Handgranaten. Sollen wir vielleicht damit einen Aufstand wagen? Das ist ein Anfang. Wie viele von uns sind noch im Warschauer Ghetto übrig geblieben? Wir sind vielleicht noch 50.000. 300.000 sind nach Treblinka und Auschwitz gebracht worden. Wenn wir ein paar von den Deutschen überfallen könnten, ihnen die Gewehre abnehmen, vielleicht sogar ein Maschinengewehr. Sie werden sich das nicht so ohne weiteres gefallen lassen. Irgendwie bin ich nicht überzeugt von mir als Cowboy. Juden und Waffen, das geht irgendwie nicht zusammen. Ich bin's, Zauber. Die SS sperrt die Straßen. Vermuten die was? Vielleicht ist man euch gefolgt. Sie durchsuchen die Häuser. Wonach sollen die eigentlich suchen? Da soll irgendjemand Waffen versteckt haben. Los, tritt die Tür ein. So wie sie reinkommen, schießt ihr weg. Tritt die Tür ein. Mach du es doch. Hast du Schiss? Schiss vor Juden? Ha! Sanni! Sanni! Die haben Waffen! Also doch einen Gott. Juden setzen sich zur Wehr. Hier, nimm. Machen wir, dass wir wegkommen. Durch die Keller. Pass auf! An die Wand! Vorwärts! Fast erwischt. Ein paar von diesen Hunden haben wir erledigt. Hier. Es hat begonnen. Früher als wir geplant haben, aber es hat begonnen. Man braucht nicht zu zielen. Du hältst den Lauf in der richtigen Höhe und dann gibst du Feuer. Ich will auch eine Waffe. Warte, bis du größer bist. Sie kommen! Wir gehen ihnen entgegen. Salman, Aaron, kommt mit. Jeder nimmt eine. Aaron. Ausschwärmen! Verteilt euch! Haltet die Fenster im Auge! Drei Mann in das Haus!
sterblich, wie jeder andere Mensch auch. Daran habe ich nie gezweifelt. Wir hatten nur Angst, sie umzubringen. Ich kann es nicht glauben. Die ziehen ab. Telamin. Wer versteht was von Telamin? Von den Polen? Ein Geschenk? Gekauft. Wir haben mehr als genug dafür bezahlt. Werden Sie auch mitmachen? Wir können uns nicht drauf verlassen. Meine Freunde, wir sind auf uns allein gestellt. Zahlmann, postiere Wachen. Wir sind im Krieg. Weg damit. Wir wissen, wer wir sind. Aha. Instruktionen für das Legen einer Telamine. Sonst hätten wir am Ende noch den Talmud befragen müssen. Sei schön still. Wo ist Bertha? Da drüben. Bertha? Oh, Josef! Oh. Wenn sie dich hier entdecken, wirst du bestraft. Keine Angst, Levi hat mir einen Passierschein gefälscht. Aber du darfst hier nicht sein. Ich habe inzwischen Lügen gelernt. Wie geht es dir? Mir geht's ganz gut. Man munkelt, dass wir morgen Arbeit bekommen bei der IGV. Die brauchen vielleicht eine Konzertpianistin. Oh, Josef. Sie haben uns in die Hölle geschickt. Aber wir müssen widerstehen. Und wir müssen versuchen, zu leben. Ich muss oft an unsere Jungen denken und an Inga. Ich auch. Irgendwas sagt mir, dass sie noch leben. Wenn einer von uns sterben sollte, dann sollte der andere versuchen, sie zu finden und ihnen alle Liebe geben. Du verstehst mich? Ja, Josef. Nicht nur weil wir eine Familie sind, sondern weil wir Juden sind. Wenn man uns derart verfolgt, um uns zu vernichten, dann muss es etwas auf sich haben mit unserem Volk. Vielleicht ist es eine Lehre für künftige Generationen. Hier, mach schon. Hey, hier sind keine Männer erlaubt. Ich bin schon wieder weg. Nehmen Sie zu euch, sie ist verrückt. Sagt kein Wort. Was habt ihr mit ihr gemacht? Nichts. Sie ist gestern mit dem Transport gekommen. Ihre Eltern mussten in die Duschen. Sie hat mit angesehen, wie sie reingingen. Die Duschen. Wir wissen. Seht zu, dass sie sich sauber hält. Sophia Alatri aus Mailand. Man vergisst fast, dass man ein Mensch ist. Ein Individuum, eine Person. Mit Namen, Heimat, Familie. So bringen sie uns um. Erst nehmen sie uns alles. Dann ist es noch einfacher, uns in die... So etwas gibt es gar nicht. Wovon Sie da reden, das gibt es überhaupt nicht. Das sind richtige Duschen. Armes Kind. Du bist wie meine Anna, dass Menschen einander so quälen müssen. Das war schon immer so, sagt mein Mann. Wenn die Leute nicht wissen, was sie tun sollen, quälen sie Juden. Mit mir kannst du sprechen. Ich bin deine Freundin. Hm? Schau. Das sind Bilder von meinen Kindern. Wundervolle junge Menschen, so wie du. Das ist mein Sohn Karl mit seiner Frau Inga. Und das ist Rudi. Der würde dir gefallen.
Er ist jetzt 24. Er ist so ein hübscher Kerl. Und das ist Anna. Sie war etwas älter als du. Ich habe genauso viel Angst wie sie. Ich schäme mich, es zu zeigen. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Vielleicht bekommen wir morgen wirklich Arbeit. Armes Kind, du frierst ja. Erzähl mir von Italien. Du bist aus Mailand? Sie erinnert sich an nichts mehr. Vielleicht ist sie besser dran. Du bist ein hübsches Mädchen. Genauso hübsch wie meine Anna. Alle Personen in dieser Baracke, raustreten! Wieso? Habt ihr Arbeit für uns? Niemand hat irgendetwas zu befürchten. Beeilung! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Sie haben bestimmt Arbeit für uns, Frau Weiß. Denken Sie nicht auch. Nein, ich fürchte nein. Na, macht schon! Vorwärts! Komm schon! Steh auf! Das wird nicht notwendig sein. Sie ist verrückt! Sie wird mit mir kommen. Ich bin eine sehr gute Köchin. Na los. Sie können mich sicher in der Küche gebrauchen. Aus. Geh schon. Wohin bringt ihr uns? Keine Fragen. Vorwärts. Na, vorwärts. Macht schon. Macht schon. Wie meine Anna. Ihr geht jetzt zum Duschen. Ihr habt 10 Minuten Zeit zum Duschen. Sie brauchen nicht zu lügen. Ich bin Bertha Weiß. Mein Mann ist Dr. Josef Weiß. Er und der Mann dieser Frau, Franz Levy, sind bei der Straßenbaukolonne. Bitte sagen Sie ihnen einen letzten Gruß. Macht schon. Macht schon. Macht schon! So, zieh dich aus. Mütter mit Kindern, haltet sie nah bei euch und sagt ihnen, sie sollen tief einatmen. Es wird ihm gut tun. Die Desinfektion dauert 10 Minuten. In Reihe aufstellen. Mir folgen. Es wird nicht lange dauern. Der Wachsoldat gesagt, dann sind wir wieder draußen. Ich halte dich. Ich beschütze dich. Hm.
Siehst du, es ist ein Duschraum. Leb wohl, Josef. Ich liebe dich. Herr Doktor? Ja, ist nichts weiter. Sie sehen gar nicht gut aus. Sie sollten auf die Krankenstation. Nein, mein lieber Levi. Solange wir arbeiten können, solange leben wir. Dieser Mann, der Ingenieur, ist anders als die anderen. Wenn wir bis dahin kommen, das genügt. Bis dahin. Weil er uns am Leben lässt, solange wir arbeitsfähig sind? Nein, der riskiert allerlei. Ich hörte, dass die SS-Führer wollten, dass er alle Juden wegschickt. Er versucht, 300 von uns hier zu halten. Ja, entschuldigen Sie bitte, das war ein böser Gedanke von mir. Er ist ein anständiger Kerl. Geht es Ihnen nicht gut? Oh, doch, doch. Ja. Geht schon wieder. Lieber arbeiten als das andere. Wie ist Ihr Name? Josef Weiß. Dr. Josef Weiß. Mediziner? Ja, ich hatte eine Praxis in Berlin. Kümmern Sie sich um das Feuer. Kommen Sie. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen. Erik, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Sag, wann haben wir uns zuletzt gesehen? Zu Weihnachten in Berlin, stimmt? Ja, richtig. Mit Martha und den Kindern. Schön, dich wiederzusehen. Freut mich auch, dich zu sehen, Onkel Kurt. Kriegst einen echten Bohnenkaffee. Komm. Ein Straßenbau ist sehr wichtig für uns. Genauso wie die sanitären Maßnahmen. Große Seuchengefahr hier in Auschwitz. Sowohl bei den Initiatoren wie bei den Gefangenen. Ich will mal sagen, eine geistige Verseuchung oder seelische. Du bist, wie soll ich mich ausdrücken, noch renitenter geworden. Was wir tun, tun wir aus Notwendigkeit. Hör schon auf. Spar dir deine Lügen für die Juden, die du zu ermorden hilfst. Ihr belügt sie bis zum letzten Moment. Warum müssen sie sich nackt ausziehen? Könnt ihr sie nicht wenigstens in Würde sterben lassen? Muss das sein? Es handelt sich um minderwertige Elemente. Sie werden aus sanitären Gründen unbekleidet in die Duschen geschickt. Die Juden im Warschauer Ghetto leisten Widerstand. Wer hätte das gedacht? Diese verachteten Untermenschen kämpfen gegen die Herrenrasse. Das lässt mich fast den Glauben an Gott wiederfinden. Das heißt, du würdest mehrere hundert Juden beschäftigen, obwohl Ostarbeiter zur Verfügung stehen. Ja, und? Das verstößt gegen die Vorschrift. Juden sind für die Sonderbehandlung vorgesehen. Wir schicken dir eine Gruppe Iwans. Kräftige Burschen mit wenig Grips. Nein. Du trittst ein für Feinde des Reichs? Die Kinder dieser Juden werden heranwachsen, um Deutschland zu vernichten. Ich bin froh, dass dein Vater das nicht mehr erleben muss. Wie viele Tote stellen dich zufrieden? 1 Million? 2 Millionen? Wir müssen weitermachen. Wenn wir aufhörten, käme das einer Schuldanerkenntnis gleich. Aber wenn wir es zu Ende führen, beweisen wir der Welt, dass wir durchdrungen sind von unserer Mission.
Was wir tun, sind moralische und historische Notwendigkeiten. Begreif das endlich. Ich begreife das alles nur zu gut. Und jetzt raus hier! Sie sind weg? Ihr habt hier keinen Zutritt. Ach bitte, meine Frau und Frau Levy, sind Sie zur Arbeit? Geben Sie nicht mir die Schuld. Ich führe nur Befehle aus. Wie alle hier. Fluch über Sie. Fluch. Warum widersetze ich Ihnen keiner? Warum? Warum sagt nicht irgendjemand? Nein. Es ist Pessach Weiß, der 19. April 1943. Ich hab's nicht vergessen. Aber ich fürchte, du und ich, wir werden keinen Seder haben. Wir hätten zu dem gehen können, zu dem die SS uns gestern eingeladen hat. Ja, ich hab den Lautsprecher auch gehört. Hat jemand die Einladung angenommen? Nicht mal Elias, der Prophet. Vielleicht hätte ich gehen sollen. Als ich noch klein war, wurden immer meinem Bruder die vier Fragen gestellt. Vielleicht hätte gestern Abend die SS mir die Ehre gegeben. Bevor sie dich erschossen hätten. Gott weiß, wie es ihm geht. Meinem Bruder und Bertha. Wir könnten jetzt einen Arzt gut gebrauchen. Um die Verwundeten zu behandeln? Aha. Ich wäre dafür, die Verwundeten zu erschießen. Das klingt aber gar nicht nach dir. Ich bin ein Jahr älter geworden und klüger. Sag mal, Zalman, wie viele Soldaten haben wir? 400. Unter Waffen. Und dazu? Ein paar hundert, die uns unterstützen. Die 50.000 anderen sind wie gelähmt. Bin ich auch fast. War mir nicht an der Wiege gesungen, zu töten. Wem schon? Weißt du, dass morgen Hitlers Geburtstag ist? Mhm. Weißt du auch, dass Himmler ihm uns als Geburtstagsgeschenk versprochen hat? Warschau wird bis dahin von Juden gesäubert sein. Wir sind die Kerzen auf der Torte. Hätte nie gedacht, dass es mir so leicht fallen würde, zu sterben. Es macht mir nichts aus. Vorausgesetzt, ich habe ein Gewehr in der Hand. Mach das Licht aus! Ich mach doch sauber für das Pessach. Du sollst das Licht ausmachen. Ich meine das jetzt nicht als Kritik. Ich bin nur sprachlos. Wir wünschen unseren jüdischen Freunden ein fröhliches Passafest. Kommt heraus, dann werden wir euch ein Sedermahl bereiten.
die Waffen nieder! Die euch in den Kampf führen, verraten euch! Die verschwinden nicht etwa. Die kommen mit Verstärkung zurück. Vorne weg unsere miese Ghetto-Polizei. Und dann kommen die Litauer. Spart eure Kugeln für die Deutschen. Mit Vergnügen. Eines Tages werde ich vielleicht einem litauischen Schergen sagen können, dass ich ihm das Leben gerettet habe. Gib ihnen noch einen Abschiedskuss. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich, dass ich das Blut König Davids in mir habe. Dann übertreib mal nicht. Naja, einen Tropfen oder zwei. Es ist das letzte Glas vom Pessachwein. Teilt ihn mit uns. Oh nein, nein, trinkt ihn selbst. Bitte, ihr braucht ihn. Gut, Jontef. Gut, Jontef. L'chaim. 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 Warum unterscheidet sich dieser Abend von allen anderen Abenden? An allen anderen Abenden dürfen wir gesäuertes und ungesäuertes essen, an diesem Abend nur ungesäuertes. An allen anderen Abenden dürfen wir allerhand Kräuter essen, an diesem Abend nur bittere Kräuter. An allen anderen Abenden tunken wir gewöhnlich nicht ein einziges Mal ein, in dieser Nacht zweimal. An allen anderen Abenden dürfen wir essen. Einst waren wir Knechte des Pharao in Ägypten. Da führte uns der Ewige, unser Gott, heraus von dort mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm. Und hätte dann Sie haben Verstärkung geholt. Sei er unsere Vorfahren nicht aus Ägypten herausgeführt, so wären wir, unsere Kinder und alle unsere Nachkommen. Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt. Uns diese Nacht erreichen ließest, um in derselben zum Andenken mögest du uns geben, baldigst Freude zu finden an der Errichtung deiner Residenz und Wonne an dem dir dort geweihten Dienst. Mögen wir dann da selbst genießen von den Schlacht- und Pessach-Opfern. Entdeckung! Gelobt seist du, Ewiger, für Israels Ostern. Melech haolam hamotzi lechem nin haaretz. Lechem nin haaretz. Feuer frei! Asher kitschanu b'mitzvotav v'zivanu al achilat matzah. Bringt sie raus! Sie sollen sich in Sicherheit bringen! Die Hintertreppe runter! Wir müssen raus!
länger halten. Wer gibt den Feuerschutz? Ich mach das. Los, raus jetzt! Eva, die Fahne! Dürfen wir das glauben? Die SS zieht sich zurück? Na, wie fühlst du dich, Weiß? Wir haben die Philister geschlagen. Aufs Haupt. Der ganze Block ist eine einzige Ruine, ich weiß. Aber versucht sie zu finden. Und wir brauchen Lebensmittel und Medikamente. Nein, nein, wir ergeben uns nicht. Und Zwie, versucht Verbindung mit dem polnischen Widerstand aufzunehmen. Ja, ich weiß, Sie haben uns bisher nicht geholfen, aber vielleicht tun Sie es jetzt. Wie viele Tage schon? Heute ist der 8. Mai. Wir kämpfen gegen die SS seit dem 19. April. Das sind 20 Tage und wir sind noch da. Hitler hat sein Geburtstagsgeschenk nicht bekommen. Oh doch. Aber nicht das, was Himmler ihm versprochen hatte. Tausende von Frauen und Kindern verbrennen lebendigen Leibes in den Häusern. Menschen springen wie lebende Fackeln aus den Fenstern. Aber der Kampf geht weiter. Es ist ein Kampf für eure und unsere Freiheit. Wir rächen uns für Auschwitz, Treblinka, Belsen und Majdanek. Es lebe die Freiheit. Tod unseren Mördern und Henkern. Wir kämpfen bis zum letzten Atemzug gegen die Nazi-Barbaren. Versuch damit durchzukommen. Ich bring dich zum Ausgang. Gut. Unser letztes Blatt Papier. Ich war nie ein tapferer Mann. Ich auch nicht. Aber ich habe was dazugelernt. Wir müssen alle sterben. Warum nicht für etwas, was einen Sinn hat? Sie haben ihn erschossen. Er ist tot. Sie sind überall da draußen. Gas! Es ist vorbei.
Sie reichen nicht für alle. Vielleicht wollen einige gehen. Jeder hat das Recht, es zu riskieren. Hier für dich. Ich bleibe. Was ist mit Ihnen? Wollen Sie gehen? Es wäre eine Chance. Die letzte Hoffnung. Na gut. Ich führe euch raus. Talman? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schade, dass unsere Bekanntschaft so kurz war. Wir werden schon mal wieder zusammenkommen. Ich heiße zwar Moses, aber ich fürchte, ich kann euch nicht ins gelobte Land führen. Folgt mir. Aaron? Passieren! Hände hoch! Alles rüber an die Mauer! Die Hände hoch! Aufstellen! Gesicht zur Mauer! Aaron, nimm meine Hand. Fasst euch alle an den Händen. Durchladen! Legt an! Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Feuer! Es ist ja schrecklich. In unserer Straße sind Bomben gefallen. Glücklicherweise waren wir alle im Luftschutzkeller, wie bei jedem Fliegeralarm. Wir sind alle wohl auf, aber die Wohnung sieht schlimm aus. Auch der Flügel hat was abbekommen. Na Gott sei Dank, ist keinem was passiert. Einen Flügel kann man ersetzen. Gibt's sonst was Neues aus Berlin? Ich habe keinen Zugang mehr zu internen Vorgängen. Pater Lichtenberg ist tot. Pater Lichtenberg? Ach, dieser Priester von St. Hedwig. Er starb auf dem Transport nach Dachau. Sie hatten ihn doch mehrere Male verwarnt. Ja.
Ach, der Gestank der Krematorien dringt bis hierher. Wie soll man damit Appetit sein Essen verzehren? Wir haben jetzt eine Kapazität von 12.000 pro Tag. Ich habe 46 Öfen. Sind immer am Brennen. Jeder hat seine Probleme. Ich hatte gestern eine Auseinandersetzung mit dem OKW. Sie hätten keine Waggons für den Nachschub, weil ich damit Juden abtransportiere. Hörst, wie lauten die Anweisungen betreffend der Verwendung von Juden beim Arbeitseinsatz? Zum Arbeitseinsatz sind Ostarbeiter vorgesehen, die Juden zur Sonderbehandlung. Ich habe erfahren, dass Juden beim Straßenbau eingesetzt sind. Das ist nicht zulässig. Juden sind ausschließlich für die Sonderbehandlung vorgesehen. Wochen lang gekämpft haben. Die SS hat 7.000 Mann aufbieten müssen, um den Aufstand niederzuschlagen. Kannte er jemand von unseren Leuten? Nein, er hat nicht mitgekämpft. Darum ist er noch am Leben. Los, los, los! Ein bisschen schneller! Auf wessen Befehl? Vom Kommandanten. Und aus welchem Grund? Ja, müssen Sie ihn selbst fragen. Sie meinen jetzt auf der Stelle? Jawohl. Obersturmbannführer Höss sagt, die Leute werden abgelöst. Halt! In zweier Reihe, angetreten! Wohin bringt man uns? Zur Entlausung! Jetzt ist es soweit, Herr Levy. Wir haben eine lange Reise hinter uns, mein Freund. Eine Urlaubsreise war es nicht gerade. Warschau, Auschwitz. Nein, keine Urlaubsreise. Sie waren ein guter Freund. Wirklich, Sie waren noch immer einer der geduldigsten Patienten und haben immer pünktlich Ihre Rechnung bezahlt. Arbeitskolonne! Warum gehorchen wir Ihnen eigentlich noch immer? Wir sind sowieso am Ende. Ach, zum Teufel mit Ihnen! Geben Sie mir Ihre Hand, Herr Doktor. Ich fühle mich wie ein kleiner Junge, der zum ersten Mal zur Schule muss. Herr Levy, haben Sie eigentlich mal Ihre Gallenblase untersuchen lassen? Ich habe Sie schon vor Jahren darauf hingewiesen, gleich als Sie zum ersten Mal in meine Praxis kamen. Vielleicht im Frühjahr. Eine beschämende Art zu sterben. Vielleicht werden wir ja wirklich nur entlaust. Tja, ich bin mein Leben lang Drucker gewesen. Ich habe immer noch Druckerschmerzen unterm Fingernagel. Ich hoffe, dass die Flugblätter was bewirkt haben. Das haben Sie ganz sicher. Sie uns vor. Nein. Verschwindet. Los. Treffpunkt Lager. Wer können Sie fertig machen? Ich sage nein. Alles weg hier.
sind sie! Elena? Elena? Schal. Ich verstehe kein Russisch. Hast du nichts verstanden? Es hörte sich an, als plante er einen Ausbruch. Ein Spion, Barski. Es ist aus dieser Staliwiewo. Psst! Wie heißt du? Rudi Weiß. Deutscher? Jude. Wir sind Rotarmisten. Von der 51. Division. Ja, Molschi. Ja, Govoruti, wir ein Spion. Weiß. Wenn du ein Spion bist, müssen wir dich umbringen. Ich bin kein Spion. Und wenn ihr einen Ausbruch macht, will ich eine Waffe. Ich war Partisan. 2 Jahre. Welche Einheit? Onkel Sascha, der Arzt war in Koretz. Bei welchen Aktionen warst du dabei? Beim Überfall auf die ukrainische SS auf der Straße nach Schitomir. Angriff auf das SS-Hauptquartier in Kremitsk. Der letzte Überfall auf einen Mannschaftstransport ist missglückt. Meine Frau ist gefallen. Wo bin ich hier? Sobibor, Ostpolen. Sie vergasen hier täglich 2000 Juden, verbrennen die Leichen. Draußen ist ein ganzes Feld von Asche. Die Wärter schlafen auf Korbkissen, ausgestopft mit Judenhaaren. Du siehst aus wie ein Partisan. Alle Leichen in Babi Yar sind ausgegraben und verbrannt worden, Reichsführer. 33.000. Über 100.000. Die 33.000, das war eine spontane Vergeltungsmaßnahme. Wie lange das alles schon her ist. Eichmann? Unsere Transporte müssen Vorrang haben. Die Wehrmacht darf uns da nicht in die Quere kommen. Was? Auschwitz funktioniert. Ist überlastet, aber funktioniert. Doch unter völliger Geheimhaltung. Soweit das möglich ist, Reichsführer. Was sind das für Berichte über Widerstand? Juden wehren sich? Der Widerstand in Warschau ist gebrochen. Es gibt kein jüdisches Wohnviertel mehr. Es gibt hin und wieder Einzelfälle in den Lagern, aber nichts von Bedeutung. Die Juden scheinen ganz erpicht darauf zu sein, von uns ausgerottet zu werden. Umgesiedelt zu werden. Ah, Sturmbannführer Dorf. Unser Fachmann für Sprachregelung. Wir haben nicht mehr viel von Ihnen gehört seit Ihrem Einsatz im Osten. Ist Ihr Enthusiasmus etwas abgekühlt? Mein Enthusiasmus ist mit jedem Tag gewachsen, Reichsführer. Sehr lobenswert. Das erwarte ich. Meine Herren, ich wäre Ihnen dankbar für Vorschläge, den völligen Abbruch der Lager betreffend. Zu gegebener Zeit. Ich will damit nicht sagen, dass ich am Endsieg zweifle. Sie sagten Abbruch, Reichsführer? Ja, unsere Aufgabe wird bald erfüllt sein. Ein judenfreies Europa. Darum können wir den Abbruch der gesamten Maschinerie ins Auge fassen. Verzeihung, Reichsführer, aber warum? Warum? Warum die Beweise vernichten? Wieso haben Sie darauf bestanden, 100.000 Leichen wieder auszugraben und zu verbrennen in Babi Yar? Warum Auschwitz eliminieren? Wäre es nicht viel angebrachter, alles stehen zu lassen als Monumente des Dienstes, den wir der Menschheit geleistet haben? Mein lieber Dorf, Sie missverstehen mich.
Ich dachte nicht daran, der die Lage... Der Führer bekräftigt immer wieder, dass wir Europa vor der bolschewistischen Gefahr und dem Weltjudentum bewahren müssen. Dem pflichte ich voll und ganz bei. Aber trotzdem könnte man es falsch auslegen. Die Juden könnten uns der Lüge zeigen. Nicht, wenn wir es vor der Weltöffentlichkeit bekennen. Wir müssen es filmisch dokumentieren. Fotomaterial verbreiten. Wir müssen die Weltöffentlichkeit glaubhaft davon überzeugen, dass wir aus moralischen und rassehygienischen Gründen gezwungen waren, so zu handeln. Dass wir kein Verbrechen begangen haben. Wir folgen ganz logisch dem Gang der europäischen Geschichte. Und es gibt eminente Philosophen und Kirchenlehrer, auf die wir uns berufen können. Auschwitz könnte ein Präzedenzfall werden auf internationaler Ebene. Ich bin Jurist, wie Sie wissen. Ich verstehe was von diesen Dingen. Keine Reue, kein Schuldbekenntnis. Keine Selbstanklage wegen der getöteten Juden. Wir müssen der Welt klar machen, dass wir uns zu entscheiden hatten. Entweder Erhaltung der arischen Rasse oder Sieg der jüdischen Weltverschwörung, die zum Ziel hat, unsere Kultur zu zerstören. Wir allein. Allein wir besaßen den Mut. Der Sturmbahnführer mag nicht ganz Unrecht haben. Wir haben reinen Gewissens diese Aufgabe in treuer Pflichterfüllung bewältigt. Für Führer, Volk und Vaterland. Wir haben an unserer Seele keinen Schaden genommen. Wir sind geblieben, was wir immer waren, in Treue fest. Und darauf dürfen wir stolz sein. Ich kenne diesen Mann. Karl. Karl Weiß, Maler aus Berlin. Wir waren zusammen in Buchenwald, erinnerst du dich nicht? Wir waren in der Schneiderei. Und dann wurdest du verlegt nach Theresienstadt. Weißt du noch, wie wir uns mit deinem Kapo geprügelt haben, wegen einem Stückchen Brot? Deine Frau war doch Christin. Sie hat dir immer Briefe zukommen lassen durch einen SS-Mann. Inga. Du hast dich sehr darüber aufgeregt, dass sie... Aber das ist ja alles sehr lange her. Wie schön, dass wir uns hier treffen. Die Amerikaner rücken in Frankreich vor. Die Russen sind schon in der Tschechoslowakei, in Budapest. Die Nazis sind am Ende. Mein Vater war hier. Es heißt, dass wir alle freigelassen werden. Mein Vater, meine Mutter, sie waren hier. Das tut mir leid, Weiß. Was haben Sie mit deinen Händen gemacht? Bleistift. Papier. Was anderes gibt's nicht.
komme ich mir auch vor. Schon lange. Sind meine Stiefel fertig? Sto? Ob meine Stiefel fertig sind? Ah, Patienki. Da. Saditjes. Wer ist das? Sakri Czarny. Versuch's! Wir schlagen uns nach Osten durch. Die Rote Armee kann nicht weit weg sein. Kommst du mit uns? Nein. Irgendwo ist meine Familie. Ich will sie suchen. Lass dich nicht von den Deutschen schnappen. Da passe ich schon auf. Mach's gut, Barski. Du auch. Vanya. Das wie Danja, Rudi.
Weiß? Weiß? Jetzt hattest du so lange durchgehalten. Das werde ich mitnehmen. Die Decke brauchst du ja nicht. Ich war lediglich ein Kurier. Heidrich gab die Befehle. Dann Kaltenbrunner. Ich war Übermittler von Befehlen, ein Kurier. Ein Kurier? Was haben Sie zu diesem Foto zu sagen? Hinrichtungen. Die Leute, die Sie da sehen, waren vermutlich Saboteure, Partisanen. Vermutlich? Sie wissen, wie das im Krieg ist? Traurig, aber leider unvermeidlich, dass auch Unschuldige darunter sind. Ich hatte damit nichts zu tun. Was ist auf diesem Foto? Ich weiß nicht. Leichen natürlich. Wir haben eidesstattliche Aussagen von 24 Zeugen, dass Sie die Oberaufsicht bei der Vergasung sowohl in Auschwitz als auch in anderen Lagern führten. Und dass Sie auch bei Massenerschießungen anwesend waren. Vielleicht war ich hier oder dort mal anwesend, aber nur als Verbindungsoffizier. Ich hatte keine Befehlsgewalt. Die Befehle kamen aus Berlin. Das Judenproblem musste gelöst werden. Hätte man sie in ihren Stellungen belassen, hätte ihr Geld und ihr Einfluss das Deutsche Reich zerstört. Und darum mussten wir logischerweise gezwungenermaßen auch Kinder sonderbehandeln. Ja, auch die Kinder. Auch die Kinder, denn sonst hätten die... Ich würde Ihnen auf der Stelle eine Kugel in den Kopf jagen, wenn ich könnte, wie ich wollte. Aber da wir die Dinge auf demokratische Weise regeln, werden wir sie anklagen. Die Russen und die Polen verlangen ihre Auslieferung. Wie war das bitte? Sie wollen sie vor Gericht stellen. Ich würde sie lieber den Juden ausliefern. Am liebsten den Eltern dieser Kinder. Sollen sie noch am Leben sein? Ich werde nicht gerecht behandelt. Ich bin Jurist. Ich kenne meine Rechte. Sehen Sie die Fotos durch. Melden Sie sich, falls Sie dazu etwas sagen wollen. Ich hole einen Stenografen. Hey Eddie, give me a stenographer up here. I have a feeling we're going to have to get a few facts in. Hey, get a medic! Seien Sie versichert, hochverehrte Frau Dorf, dass Ihr Mann, Sturmbannführer Erik Dorf, als Held für Großdeutschland gestorben ist. Wir als seine Kameraden werden ihm ein ehrendes Angedenken bewahren. Wir werden treu zu den Idealen stehen, für die er gekämpft hat. Es ist nicht unterzeichnet. Und es ist auch nicht wahr. Nicht wahr? Martha, Erik hat sich das Leben genommen. Die Amerikaner hatten ihn als Kriegsverbrecher inhaftiert. Aller Wahrscheinlichkeit nach wäre er hingerichtet worden oder lebenslänglich ins Gefängnis gekommen. Du lügst! Du
warst immer gegen Erik. Oh nein, nicht immer. Und ich richte ihn auch nicht. Ich habe zu so vielem geschwiegen. Wir haben uns alle mitschuldig gemacht. Du lügst! Mein Vater war ein Held! Peter, du musst der Wahrheit ins Gesicht sehen. Du, deine Mutter und Laura. Dein Vater war ein Mörder. Er und seine Kameraden, diese Herrenmenschen in ihren schwarzen Uniformen, waren seelenlose Mörder. Ein schönes Heldentum, Unschuldige zu foltern, zu erschießen und zu vergasen. Mutti, er soll endlich aufhören! Gut! Verlass dieses Haus! Wir wollen dich nie mehr wiedersehen. Wie kannst du Eriks Namen so in den Schmutz ziehen? Du solltest lieber für sein Seelenheil beten. Diese Gebete muss ein anderer sprechen. Ich habe mit angesehen, was passierte und nichts getan. Wir müssen erkennen, dass wir uns alle schuldig gemacht haben. Ich werde nicht schweigen. Auf Wiedersehen, Martha. Auf Wiedersehen, Kinder. Children, you must light a candle to your father. Named him Joseph after your father. Oh, people who knew Carl say he looks just like him. He looks more like Churchill. The same, Rudy. My God, how long has it been? 7 years. I remember the day you left Berlin, alone in the night. Hey, Joseph, smile. This is your uncle, Rudy. Rudy? I went through Auschwitz after it was liberated. They told me about Carl. He'd been tortured here, hadn't he? About some drawings, they said. I'll show them to you. Rudy, you've learned about your mother and father. Yes. The murder of people like that, and millions of others. You can hate me, if you wish, for being one of them. No, Inga. I don't hate you. I'm a kind of blank. No hate, no love. Like the walking dead I saw in the camps. No, not you, Rudy. Never. I was married when I was with the partisans. A Czech girl. She's dead. We had to leave her body in the Ukraine. I won't go back and look for her. What really does matter is what we had when we were alive for a little while. Rudy, I am sorry. What are you going to do? Now I go back to Germany with him. But I won't stay there. Teach him not to be afraid. I never saw Carl draw like this. Your brother was a talented artist. They're giving the drawings to the museum in Prague.
a permanent record of what happened. And they killed him for these. If you could have seen him, Rudy, with his hands smashed, his lovely hands. And this? His last picture. A man named Weinberg, who knew Karl in Buchenwald and Auschwitz, sent it to me. With his hands broken. Weinberg said that he begged for something to draw with right up to the end. I used to defend him in the street. He was skinny, scared of tough kids. I guess we both let Papa down. No, Rudy. Your father loved you both very much. Maybe love is what got us in trouble. Trusting, hanging on to each other. You must never believe that. Where are you now? I don't know. I'm nobody. No papers, no family, no country. Goodbye, little brother. Goodbye, Inga. Maria. Goodbye, Churchill. Some of those kids aren't bad. Greek Jews. Their families were massacred in Salonika. Parting gift before the Germans pulled out. You're really wise, aren't you? How did you know that? No secrets in the liberated camp, especially among Jews. My name's Levin. I'm from the Jewish Agency for Palestine. I know quite a few things about you. Like what? Oh, you were a partisan. They say you escaped from Sobibor. What else do you know? Well, your family and brother were killed in Auschwitz. Your wife in the Ukraine. You know a lot. Say, Weiss, you want a job? You know so much about me, you must know I never finished school. For this job, you're qualified. We need a shepherd. A shepherd? We've got 40 of those Greek kids and no parents. We need someone to smuggle them into Palestine. You interested? I don't speak any Greek. Or Hebrew. I'm not sure I'm much of a Jew. You'll do. It won't be as dangerous as the partisans, but won't be a Purim festival either. We'll get you a passport. Thank you. Hey, that's no way to pass. My side.